Am Abend des 25. August 2023 öffnete die Schatzgrube Großpetersdorf ihre Türen für alle Shopping-Enthusiasten und Schnäppchenjäger zu einem exklusiven Late-Night-Shopping-Event. Von 18 bis 21 Uhr erwartete die Besucher ein unvergesslicher Abend, der mit unschlagbaren Angeboten, Live-Musik und köstlichen Snacks gefüllt war. Das Highlight dieses besonderen Abends war zweifellos das unschlagbare Angebot, das die Schatzgrube Großpetersdorf bot. Alle Artikel im Sortiment waren um sagenhafte 50% reduziert. Eine Gelegenheit, die sich Schnäppchenjäger nicht entgehen lassen konnten. Von Mode über Accessoires bis hin zu Haushaltswaren und Möbeln, hier fand jeder Besucher garantiert das, wonach er suchte. Die Schatzgrube Großpetersdorf hatte sich darauf vorbereitet, eine breite Palette von Produkten anzubieten, die den unterschiedlichen Geschmäckern und Bedürfnissen der Kunden gerecht wurden. Please don't say I'll never find a way. Sell me all my loves and then later. You got me on my knees, Layla. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone from your home. Forget, won't be too long. Times when now we were innocent, and I saw we were talking. Frau Landtagspräsidentin, aber auch Volkshilfepräsidentin, heute ist ein besonderes Tag, Schatzruhe, ziemlich viel los. Erklären Sie uns ein bisschen darüber. Wir haben uns, der Herr Geschäftsführer, meine Wenigkeit, vor vielen Jahren einmal überlegt, alles was wir da verkaufen, kriegen wir ja geschenkt. Und die Menschen freuen uns das zu schenken. Deswegen können wir ganz, ganz günstig weiterverkaufen. Und zwischen dem, wie beispielsweise ein Bett, ein Hemd oder eine Kaffeetasse zu uns kommt, dazwischen gibt es Reinigung, gibt es Herrichten und dazwischen haben arbeitslose Menschen Arbeit. Also ein tolles Projekt. Wir ersparen der Umwelt nicht nochmal das Erzeugen. Der viel Geld ausgibt und es dann weitergibt an uns, freut sich, dass er das machen kann. Alles gut, vom ersten Tag an ein Erfolgsprojekt. Wir haben uns aber nur überlegt, manche Menschen arbeiten Gott sei Dank so viel, dass sie am Abend erst einkaufen können. Das war das erste Mal, dass wir dann Late-Night-Shopping gemacht haben. Das zweite, seit 3 Jahren machen wir aber auch die 50%. Warum? Menschen geht schlecht. Vielen geht's gut, Gott sei Dank, aber es gibt auch Menschen, die nicht wissen, wenn sie an die Tankstelle fahren, die nicht wissen, wenn es die Miete zu zahlen gibt, wie sie das noch stemmen. Und es dürfen ja alle bei uns herein, alle bringen was und alle können einkaufen gehen, aber heute können wir wirklich so richtig sparen, wenn ein Hemd heute 2 Euro kostet, wenn eine Porzellanvase, die 120 Euro gekostet hat, heute um 10 Euro zu verkaufen ist, dann ist das etwas, was die Menschen sich alle leisten können. Und genau das geht. Late Night Shopping heißt, am Abend, heute Abend, wirklich mit Ruhe, mit Muse, einkaufen, aber so billig. Das sind lauter Schnäppchen und da geht es wirklich auch um die, die sagen, okay, heute kann ich mir das auch leisten. Sie selber sind Gründerin von der Schatzgrube. Schatzgrube. Die nächste ist schon gegründet und funktioniert in Güssing. Die nächste ist schon in die Planung. Macht Sie da stolz, dass Sie es so weit gebracht haben? Wir haben das Projekt, der Herr Geschäftsführer Kaiser und meine Wenigkeit, selber geschrieben. War nicht schwer zu schreiben. Warum? Du siehst auf der einen Seite, dass Menschen viel wegschmeißen. Du hörst das, du liest das. Auch bei Ihnen in der Berichterstattung sieht man, dass die Menschen, manche, in Überfluss leben. Ich habe auch oft ein schlechtes Gewissen, weil ich sehr vieles nicht einmal auspacke, aber sehr vieles auch gerne weitergebe, weil ich einfach genug habe. Ich arbeite zwar rund um die Uhr, aber ich habe auch Geld dazu. Und da haben wir nicht lange überlegen müssen, wie bringen wir die Menschen zusammen.
Die, die sagen, ich will nicht viel Geld ausgeben, ich habe nicht viel, oder die sagen, ich will den Umweltgedanken hochheben, ich will nicht, dass das Glasl, das ewig neu ausschaut, produziert werden muss, sondern ich kaufe das Übertragene, genauso bei den Kindergewand. Das geht bei uns wieder rein, verstehe ich. Ich sehe es selber jetzt bei meiner Enkeltochter, kaum kaufe ich irgendwas, gebe ich schon wieder der Schatzgrube, weil die Größe nicht mehr passt. Das heißt, also die Idee war schnell geboren. Dass das aber so erfolgreich wird, haben wir beide nur uns erhofft und wir freuen uns jeden Tag. Das, was wir jetzt tun, ist, dass wir das auch zu den Sozialmärkten dazustellen. Dort, wo es nur Lebensmittel und Hygieneartikel gibt, wo Menschen hineingehen dürfen, nur dort kaufen dürfen, wenn sie unter einem bestimmten Einkommen sind, stellen wir das dazu. Wir sind gerade dabei, Güssing läuft super, dort haben wir es in einem. Das war ja das Erste, dann habe ich erst den Sozialmarkt in Oberwart gemacht. Und jetzt machen wir es in Oberbullendorf das Gleiche, beide Geschäfte nebeneinander, weil da können alle ein- und ausgehen. Also super, dann kommt Jennersdorf und darauf freue ich mich natürlich auch. Aber jetzt haben wir in Oberbullendorf, am 15. September wird eröffnet. Wird das halt bei dem Mittelburgenland bleiben oder verbreitet sie langsam auch auf die Nordburgenland? Es gab eine Ausschreibung seitens des Landes. Wir haben als einziges Bundesland, ich beispielsweise darf Sie nächste Woche schon einladen, da wird im Sozialmarkt, bei der Mamas Küche, aber auch hier aus Deutschland, mein Landtagskollege Präsident aus Deutschland kommen. Es kommen immer wieder welche, die wollen sich das anschauen. So wie in Deutschland bei der Landtagspräsidentinnenkonferenz erzählt, der kommt sich das direkt anschauen. Weil wir das einzige Bundesland sind, wo das wurde ausgeschrieben und ich habe mich nur beworben von Oberbullendorf nach Jennersdorf. Wir beschäftigen mittlerweile über 280 Mitarbeiter auf 5 verschiedenen Ebenen. Es reicht. Wir werden uns wieder neue Ideen einfallen lassen. Immer der Mensch im Mittelpunkt, wie kann man helfen? Aber ich habe mich nicht beworben ab Mattersburg sozusagen bis nach Neusiedl. Also der nächste Schritt wird sein Jennersdorf im nächsten Jahr und dann kommt wieder das neue nächste Projekt. Dann kann ich nur alles Gute wünschen. Ja, vielen Dank, dass Sie immer wieder berichten, weil es so wichtig. Wissen Sie warum? Wir machen eh viel Mundpropaganda und so weiter. Aber durch Ihre Berichte wissen das die Menschen und wir freuen uns, wenn wir viele Besucher haben, weil das ist nur ein Vorteil für die Menschen. Und ich lade euch immer ein, bitte gebt ab, was ihr nicht mehr braucht, bevor es weg hat. Herr Bürgermeister, heute lange Nacht, wir reden mal Deutsch. Viele Besucher sind in die Schatzgrube. Was sagen Sie da dazu? Ja, die Schatzgrube ist ein tolles Geschäft für Großpetersdorf. Sie bringt uns auch Frequenz, nicht nur heute, sondern auch unter der Woche. Also die Schatzgrube ist wirklich in Großpetersdorf im Bereich Hauptplatz ein großer Frequenzbringer. Das heißt, Sie freuen sich? Das heißt, viele Leute kommen nach Großpetersdorf. Und wie man heute sieht, ist die 50%-Aktion ist jetzt schon nach 10 Minuten ein voller Erfolg. Sind Sie auch einejenige, der mitbringt? Nein, ich bin bei mir ist immer gefährlich, ich will was herbringen, aber mir ist immer die Gefahr, dass ich dann mehr dann mitnehme, obwohl ich eigentlich mein Haus zu Hause, den Keller eher leer bringen will. Dann kann man sagen, schön für die Großpetersdorf, alles Gute. Ja, wir freuen uns wirklich und viel Erfolg die nächsten Jahre. So.